So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park und wir haben da endlich mal das Terrarium-Patch bekommen. 1.6.7 und so wird das Ladebildschirm ausschauen, wenn ihr dann in den Terrarium-Zoo reingeht. Und ich zeige euch gleich noch ein paar andere Sachen, was ihr noch nicht wisst. Ein Cut mache ich. So, und da sind die Sachen, die bei dem Page eingefügt worden sind. Dann haben wir erst einmal die zwei Gehegearten, die wir in dem Terrarium haben werden. Einmal die Grasgehegeart und einmal die Steppegehegeart. Das können wir bei den Tieren hier sehen. Wir haben drei Tiere, die ein Grasgehege haben und drei Tiere, die Steppegehege haben. Die Tiere habe ich ja auch schon vorgestellt gehabt, nur halt nicht mit diesen Bildern, sondern in meinem All Animals Bilder Zeug. Da habe ich euch auch schon die Terrarium-Tiere ja schon vorgestellt gehabt, wie die halt im Echt ausschauen. Da habe ich sogar ein paar mehr drin, aber OPS fängt erst mal mit denen hier an. So, dann haben wir ein neues Tier, das auch noch nicht sichtbar ist. Das ist eine Eule, die Nepal-Uhu. Dann haben wir einmal den Weißrüssel Kungs und dann haben wir einmal den Binturong. Und fürs Terrarium haben wir drei Bodenarten. Das wird die Grundbodenart sein. Dann haben wir so eine Linoleum-Bodenart und so eine Luxus-Bodenart. So, dann haben wir noch zwei Büsche bekommen, zwei neue. Einmal ein Brombeerbusch und einmal ein Haselnussbusch. So wird der Terrarium und das Gehege im Terrarium ausschauen ungefähr. Und das wird die Terrariumhaus sein. Das wird aber eine sozusagen eine Transportstation sein. Genauso wie mit dem Tannhain Zoo. Ihr werdet sozusagen in einen anderen Zoo geleitet. Ich werde euch noch gleich zeigen, wie das ungefähr ausschauen wird. Und wir haben noch so ein Bild, habe ich. Das wird dann wahrscheinlich so Zuchthaus sein. Besser gesagt, so eine Wärmekamera oder Kammer. Hier haben wir hier Wärmelampen oder so. Hier haben wir zwei Eier. Vielleicht für die kleinen Tiere braucht man, glaube ich, nicht so viele, aber ich weiß nicht, ob die alle Tiere hier Eier legen. Aber es sieht so ungefähr so aus. So, dann zeige ich euch noch, wie die das Terrariumgehege dann ausschauen wird, oder besser gesagt, die Terrariumhaus innen drin. So, dann mache ich mal einen Cut. So, und hier sehen wir die Eingangshalle für den Terrarium Zoo. Das ist die Eingangsgasse und das Symbol für den Terrarium ist halt so eine kleine Maus. So sieht das die Eingangs Kasse aus, wenn die voll ausgebaut ist. Die kann man auch auf Level 5 mal sozusagen aufleveln. Wird wahrscheinlich wieder mit Münzen und mit Diamanten wieder sein. So sieht die dann aus, wenn die voll ausgebaut ist. Und dann zeige ich euch noch, wie das Terrariumhaus dann innen drin ausschaut. So wird ungefähr ein Teilstück von dem Terrariumhaus ausschauen. Das ist sozusagen die Grenze. Und hier kann man dann, wie in den normalen Zoos, dann eure Gehege reinsetzen. Hier Gehwege und überall. Und das ist halt der Boden, den man verändern kann. Hier ist schon die Grenze, hier kann man nichts mehr machen. So wird ungefähr der Terrariumhaus ausschauen. So, und dann gehen wir noch ein bisschen ins Spiel rein. So, mach wieder Cut. So, und da sind wir schon im Spiel. Ich habe mein Spiel schon Page verpasst.
Deswegen kann ich mir schon hier das Terrariumhaus schon anschauen bei den Gebäuden. Aber da muss man erst einmal eine Quest dann erledigen und die ist ja noch nicht freigeschaltet. Wird wahrscheinlich erst morgen der Fall sein, dass das freigeschaltet wird. Vielleicht. Ich hoffe es, dass es soweit wird. Ich werde zwar das noch nicht kaufen, da ich mir so gut wie nichts für Diamanten hier erstmal gekauft habe. Und da seht ihr 167 Page. Und da kann man hier die Tiere noch sehen. In der Profilbildbeschreibung. Und die anderen sind hier irgendwo auch mit dabei. Hier gleich wird der erste drin sein. Da ist er ja, der erste. Und der zweite ist glaube ich irgendwo. Irgendwo war der hier. Irgendwo in der Ecke hier. Da ist er ja. Die Eule ist zwar noch nicht sichtbar, aber die wird dann wahrscheinlich irgendwann mal kommen. So, Herbstaktion, ja. Fürs Halloween ist noch nichts bekannt. Ist ja noch eine ganze Woche, bis das anläuft. So. Das war's dann eigentlich für die Folge, würde ich mal sagen. Ich habe auf jeden Fall Quest erfüllt für die hier Flamingos. Ich habe zwei gezüchtet. Mache ich dann weiter mit den Tapis weiter. So, das war's dann endlich für die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.